Hey Leute, zwei wichtige Sachen, bevor das Video jetzt startet. Erstens, ich habe jetzt ein neues Schnittprogramm, deswegen könnte es sein, dass das Video nicht so optimal geschnitten ist. Deswegen seid mir nicht sauer, aber ich probiere gerade was Neues aus. Und zweitens, ich habe irgendwie, warum auch immer, bei der Aufnahme statt Süßigkeiten immer Eier gesagt. Fragt mich nicht warum, es waren mir die Schokoeier und nicht die Schokosüßigkeiten oder die Schokobonbons. Deswegen wundert euch nicht, falls ich öfters mal in der Aufnahme zu diesen Süßigkeiten Eier sage. Also seid mir da auf jeden Fall auch nicht böse. Und ja, ich hoffe, ihr habt damit Verständnis. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Seit langem gibt es wieder ein Video und zwar spielen wir heute die Halloween Story. Ich werde es auf jeden Fall testen. Ich spiele das Ganze auf jeden Fall das erste Mal. Ich hätte gesagt, wir gehen hier gleich mal rein. Wir sind momentan hier alleine. Vielleicht kommt hier noch jemand oder wir spielen die ganze Zeit alleine. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ja, wahrscheinlich spielen wir jetzt alleine. Nee, doch nicht. Der Counter läuft weiter. Gut zu wissen auf jeden Fall. Es müssen mindestens zwei Spieler sein. Okay. Ja, hoffentlich kommt jetzt hier noch jemand rein. Es stehen auf jeden Fall genügend Leute in der Lobby und ja, hoffentlich kommt jetzt hier noch jemand rein. Ah, die gehen alle drüben rein, dann gehen wir auch mal nach drüben. Jetzt ist es besser. 3 Sekunden, dann geht's los. 9 Spieler, perfekt. Let's go. Loading. Ah, perfekt. Es ist fertig geladen. Okay. Happy Halloween. Alles klar. Wir haben hier auf jeden Fall einen Eimer mit lauter Süßigkeiten drin. Ist auf jeden Fall voll cool. Wir müssen auf jeden Fall nach unten uns Masken holen. Gut zu wissen. Was ist das zweite? Ah, ein Baseballschläger. Okay, damit tun wir uns wahrscheinlich verteidigen. Ich nehme die Maske hier, Leute. Ja, gut, sieht zwar ein bisschen dämlich aus, aber ja, sieht da irgendwie da besser aus, bis sie so da liegt. Wir warten noch 2 Sekunden. 1 und let's go. Okay, was passiert? Ah, es lädt. Alles klar. Okay, wir sind jetzt in der Stadt. Wir müssen wahrscheinlich irgendwas sammeln. Warte mal, Leute. Ach so, wir sollen die Süßigkeiten so sammeln. Ah, okay. Wir gehen. Aber wohin gehen wir jetzt, Leute? Das ist die Frage. Ach, wir sind im Wald. Let's go, Leute. Das ist wahrscheinlich irgend so ein Gruselwald. Ah, okay. Wir müssen uns auf jeden Fall, weil hier schon die ganzen Leute ihren Baseballschläger rausholen. Wäre vielleicht sinnig, wenn wir das auch machen. Wir müssen hier uns wahrscheinlich verteidigen. Mal schauen, wie es wird. Ja, ja. Wir gehen rein, aber die Tür muss aber aufgemacht werden. Wir werden näher rangezoomt und jetzt sind wir im Haus drin. Okay. Wir haben hier auf jeden Fall so einen Kürbis. Okay. Okay, der ist wahrscheinlich sehr böse. Sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass der uns nicht bekommt. Wir müssen ihn wahrscheinlich verkloppen. Aber wir müssen auf unser eigenes Leben aufpassen. Aber es sieht gut aus. Immer schön draufhauen. Ja, wir haben es geschafft. Perfekt. Okay, irgendwas haben wir im Fernsehen sein. Wir sehen da jetzt irgendwas. Mal schauen. Okay, Breaking News. Okay. Ey, warum steht der genau vor dem Fernseher? Die Bosser sind auf jeden Fall auf der Straße und sie greifen wahrscheinlich Kinder oder sowas an. Oder ich habe es nicht genau nochmal lesen können. Wir müssen Halloween sichern. Okay, ja. Let's go outside. Ja, wir müssen auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt die Monster besiegen und müssen die Kinder irgendwie retten. Wo müssen wir raus? Hier? Im Keller? Okay. Ah, wahrscheinlich unten durch die Kanalisation oder sowas. Ja, durch die Kanalisation. Das ist ein Plan. Okay. Ah, wir müssen den Plan wahrscheinlich lesen. Deal alle Gold-Candies. Kill. Okay, wir sollen irgendjemand killen. Ja. Zu langsam gelesen, Leute. Perfekt. Aber wir sollen auf jeden Fall was stehlen. Wir gehen da mal lang. Okay, wir sind jetzt hier in irgendeiner Höhle. Wollten wir nicht irgendwie raus? Wir wollten doch auf die Straße, oder nicht? Wie war das? Ah, kommen vielleicht hier die Monster jetzt? Hier kommen die Monster. Hier sind auch diese Candies, diese goldenen, die wir uns holen müssen. No Candies for Children. Also keine Süßigkeiten für die Kinder und wir müssen auf jeden Fall dieses böse Halloween-Monster jetzt besiegen. Oh shit, die gehen voll auf mich. Die mögen wahrscheinlich Wölfe. Okay, sie hat auf jeden Fall schon mal das Candy-Ding der Bums eingesammelt. Das ist auf jeden Fall gut. Ich habe mal schön auf den drauf. Wir müssen auf unser Leben aufpassen. So, jetzt hauen wir den noch einen rein. Hier, komm. Bleib stehen. Ja, wir haben ihn. Perfekt. Ich hoffe, unser Leben füllt sich wieder auf. Ah, das können wir durch die Süßigkeiten, oder? Geht es durch die Süßigkeiten? Weil wir haben die am Anfang gesammelt. Das könnte sein, oder Leute? Oh. Das ist das nächste goldene Ding. Müsst ihr erst bei dem Parcours machen? So. Hä? Wo sind die Bestie jetzt hin? Hä, die ist einfach verschwunden. Ey, sind wir einfach die einzigsten beiden, die jetzt hier noch überlebt haben? Wo sind die anderen alle hin? Ey, ich zähle auf dich. Wenn wir jetzt vermasseln, haben wir ein Problem. Das wäre so anders mies. Okay, wir müssen auf jeden Fall zu einem Tunnel gehen. Wir werden da wahrscheinlich wieder hingespawnt. Ne, wir sind jetzt auf dem Friedhof. Alles klar. Aber wir sind wahrscheinlich durch den Tunnel hier gegangen. Jetzt ergibt das Sinn. Wir müssen auf jeden Fall ein goldenes Candy finden hier auf dem Friedhof. Ja, oh, wir werden wieder hochgespawnt zu diesem bösen Monster.
Ah, ich hab's, glaube ich. Ich weiß, was es ist. Nee, ist es doch nicht. Sah nur so aus, war auch golden. Das wäre es auch gewesen. Ich habe keinen Bock, jetzt mit dem Ding zu kämpfen. Aber hier ist es wahrscheinlich auch nicht drin. Ey, der Kürbis soll abhauen. Keine Lust, gegen den zu kämpfen. Ich habe einfach auf den drauf. Oh, oh, müssen rennen, Leute. Rennen, einfach in unser Leben rennen. Da kommt einfach der zweite auch noch mit rein. Nein, bitte nicht. Kann ich jetzt irgendwelche Süßigkeiten oder so essen? Bringt mir halt irgendwie null. Mein Leben wird trotzdem dadurch nicht aufgefüllt. Muss einfach rennen jetzt, Leute. Warum steht sie hier die ganze Zeit rum? Was macht sie denn? Ich muss aufpassen auf ihr Leben. Sie ist gleich down. Ey, Leute, wir müssen überlegen, wo könnte logischerweise so ein goldenes Ding sein? Aber wir können ja auch hier oben hin. Ja, ich glaube, es könnte vielleicht möglich sein, dass das oben bei diesem Monster ist. Dass das es irgendwie beschützt oder so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, Leute. Ja, gut. Also, das war ein klasse Sprung. Aber es ergibt, glaube ich, auch wenig Sinn. Ey, wir müssen irgendwie dieses goldene Ding da finden. Vielleicht auch in irgendeinem Grab. Das könnte vielleicht auch möglich sein. Ja, wir müssen das Candy-Eye finden. Ja, das ist mir schon klar, aber ich weiß nicht, wo das sein soll. Ich will mal kurz schauen, Leute. Glaubt ihr, das Ding ist da oben? Da oben ist es auch nicht. Hier sind übrigens die ganzen Maps auch nicht schlecht. Och, come on. Es kann doch nicht sein, dass wir dieses Ei nicht finden. Ich kann mir nur eins vorstellen, dass das vielleicht bei dem Typen da oben ist. Glaubt ihr, Leute, wir schaffen den Sprung? Ich weiß es nicht. Nee, ist er vielleicht in der Kirche drin? Ja, ich habe es. Ich habe es einfach. Aber ich habe doch vorhin schon in der Kirche geschaut. Habe ich es einfach übersehen? Oha, ich habe es einfach gefunden, Leute. Wir haben Halloween, was? Ich habe, glaube ich, Halloween gerettet. Was ist das? Okay, wir müssen das auf jeden Fall der Polizei, glaube ich, geben. Und dann ist irgendwas gesichert. Ich weiß nicht. Der Text ist ein bisschen zu schnell eingeblendet. Ah, wir müssen den Parcours jetzt machen. Oh, nee, ey, Leute. Let's go. Einfach über diese ganzen Grabsteine drüber. So wie Rage Runner, bloß irgendwie noch schlimmer. Weil wenn du Glas halt gar nicht vermasselt, sonst war es das komplett. Boah, ich dachte jetzt, sie hat es vermasselt. Oh, das wäre so anders traurig. Ey, Leute, sie macht mit mir durch. Ich sag's euch. Wir halten zusammen. Wir schaffen das gemeinsam. Wir tun es, ja. Oder wir taten es, eher gesagt. Ah, jetzt tun wir hier der Polizei oder eher gesagt dem Volk das Ei zurückgeben. Und die sind jetzt alle im Prinzip gerettet, weil wir gegen das böse Halloween-Monster ja gewonnen haben. Weil wir ja die Süßigkeiten gefunden haben. Und ja, voll cool. Cool auf jeden Fall. Das Volk ist stolz auf uns. Okay, wir kriegen hier auf jeden Fall eine Rede gehalten. You're saving Halloween. Ja, wir haben Halloween gerettet. Wir werden jetzt wieder an Anfang geladen. Ja, Leute, wir haben es einfach geschafft. Das war auf jeden Fall geil. Wer auf jeden Fall Bock hat, das Game zu zocken, es heißt einfach ganz mal Halloween Story. Und ja, ihr könnt es auf jeden Fall auch gerne zocken. Ist auf jeden Fall ein richtig cooles Game. Ich habe es auf jeden Fall sehr gefeiert. Und ja, coole Idee auf jeden Fall von dem Entwickler. Coole Story am Ende, dass wir es geschafft haben, ja, Halloween zu retten. Und hat auf jeden Fall voll viel Spaß gemacht. Wem es auf jeden Fall auch gefallen hat, der kann auf jeden Fall gerne ein Like da lassen. Ihr könnt auch gerne abonnieren, wenn ihr Bock habt. Ist jedem selbst überlassen. Ich würde mich auf jeden Fall über jedes Abo freuen. Vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine Videos oder auch keine Livestreams. Ja, und dann hätte ich gesagt, Leute, haut rein. Ciao, Action Wolf. Bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Livestream. Ciao, Leute. Ride or die, I keep waves by my side. CJ Ike, now I gotta roll with ice. Cody's brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep waves by my side. CJ Ike, now I gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Like this.